Herzlich willkommen in der fünften Einheit des Kurses Gratis Online Lernen. Heute dreht sich alles um die Frage, was darf ich, was kann ich, was gebe ich dafür? In diesem Kurs dreht es sich um kostenfreie Materialien. Allerdings darf man mit kostenfreien Materialien nicht alles machen, was man vielleicht gerne machen würde. Dafür sorgt vor allem das Urheberrechtsgesetz, insbesondere im deutschsprachigen Europa. Damit werden die Urheber eines Werkes geschützt. Und all die Dinge, die sie im Internet finden, sind Werke. Das heißt konkret, bloß weil etwas kostenfrei im Internet zu finden ist, kann ich damit nicht machen, was ich will. Was man in der Regel darf, ist das Material für Eigenzwecke nutzen. Das bedeutet, dass man es online, also im Internet, ansehen oder lesen darf. Das ist häufig für das Lernen mit dem Web ausreichend, aber leider nicht immer. Darf man denn zum Beispiel auch Materialien digital speichern? Darf man sich zum Beispiel ein Bild, das kostenfrei im Web zu finden ist, herunterladen? Die Juristen nennen das Digitalkopie und die private Digitalkopie ist in der Regel erlaubt. Und schon wird es spannend. Vielleicht haben Sie ja einen Freund, dem Sie das Bild, das Sie sich eben heruntergeladen haben, gerne schicken möchten. Dürfen Sie das? Und schwupps, hier greift das Urheberrecht. Das geht leider nicht. Im Gegenteil. Sie können hier schon ernsthafte Probleme bekommen, wenn es sich bei dem Material beispielsweise um einen Kinofilm handelt. Sie kennen es ja aus dem Kino. Mitfilmen ist strengstens untersagt und das ist kein Kavaliersdelikt. Genauso wenig dürfen Sie im Web Materialien ohne weiteres wieder veröffentlichen. Da hilft es übrigens auch nicht, wenn Sie angeben, woher Sie das Bild haben. Eine Wiederveröffentlichung verstößt gegen das Urheberrecht. Übrigens gilt das auch, wenn Sie das Material ein wenig verändern. Damit Sie Materialien aus dem Web problemlos anderen zeigen können, sollten Sie zum Hyperlink greifen. Kopieren Sie die Webadresse und verschicken Sie diese. Oder verlinken Sie auf Ihrer Homepage auf die entsprechende Seite. Das ist erlaubt. Viele nutzen das Internet, um ihre Lernangebote möglichst vielen zur Verfügung zu stellen. Viele Anbieter finden es auch toll, wenn ihre Materialien von anderen genutzt werden. Ob eine solche Erlaubnis vorliegt, das Material für weitere Zwecke zu nutzen, muss man jeweils im Impressum oder bei den Nutzungsbedingungen nachlesen. Da kann dann beispielsweise stehen, dass Materialien gerne in der Schule eingesetzt werden können. Unter der Überschrift offene Bildungsressourcen gibt es immer mehr Aktionen, Lernmaterialien zu schaffen, die wirklich offen genutzt werden können. Solche Materialien können dann auch verändert, kopiert, verschickt und wieder veröffentlicht werden. Wenn Lernmaterialien oder Kurse kostenfrei erhältlich sind, ist das natürlich nett. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass die Erstellung des Materials oder die Durchführung des Kurses nichts kostet. Ganz im Gegenteil, gerade wenn man sich bei einem kostenfreien Webangebot anmeldet, um zum Beispiel Videos betrachten zu können oder so wie hier bei einem Online-Kurs mitzumachen, sollte man sich Gedanken darüber machen, wer dafür sorgt, dass das Angebot nichts kostet. Das ist natürlich nicht immer leicht. Lassen Sie uns ein paar Angebote genauer anschauen. Nehmen wir doch Wikipedia. Wikipedia ist das größte Nachschlagewerk der Welt. Das Angebot ist komplett werbefrei. Es gibt auch keine kostenpflichtigen Spezialservices auf der Webseite. Das funktioniert nur, weil es viele Sponsoren, Spender und ehrenamtliche Menschen gibt, die das Projekt unterstützen. Dann haben Sie vielleicht bei Ihrem Baumarkt eine Reihe von Videos entdeckt, bei denen Tipps und Tricks rund um das Heimwerken gezeigt werden. Dabei handelt es sich zum einen um Werbung für Produkte des Baumarktes und zum anderen soll der Service Sie als Kunden zufriedenstellen und Sie somit an das Unternehmen binden. Gerade US-amerikanische Online-Kursanbieter sammeln im großen Umfang Daten über ihre Nutzer. Wenn Sie sich dort registrieren, kann es sein, dass Sie beispielsweise passende Werbung erhalten oder dass Ihre Daten weitergegeben werden. Lesen Sie daher auch immer die Benutzerrichtlinien aufmerksam durch. Wir haben jetzt schon viele Gründe gesehen, warum Materialien kostenfrei angeboten werden. Ein weiterer Grund ist manchmal auch, dass man gute PR benötigt, das heißt Werbung in eigener Sache machen möchte. Manche Forschungseinrichtungen bieten so beispielsweise Lernseiten für Kinder.
Manche Angebote können kostenfrei angeboten werden, weil ihre Anbieter kostenfreie Services nutzen oder weil sie kleine Einnahmen haben. Da kommt dann häufig Werbung ins Spiel. Sie entdecken solche Angebotsformen häufig in sogenannten Weblogs. Da finden sich dann zum Beispiel tolle Bastelvorschläge und nebendran die Werbung für das Online-Modehaus. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie ist es bei diesem Kurs? Was gebe ich eigentlich her? Und wie finanziert sich das Angebot? Fragen wir doch mal Dr. Ebner. Er ist ja schließlich verantwortlich. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Was geben Sie als Lerner her? Eigentlich vergleichsweise wenig, bestenfalls die Daten. Das heißt, es ist ein Forschungsprojekt und im Zuge des Forschungsprojektes werten wir natürlich anonym die Daten im Hintergrund aus, mit dem Ziel, also das Lernen und auch das Lehren zukünftig auch wieder verbessern zu können. Und die Frage nach dem, was es kostet oder was ist das Businessmodell von iMOOCs und auch dem eigentlichen Kurs hier, dann muss man das auch eigentlich zweiteilig betrachten. Einerseits die Plattform selbst. Die Plattform selbst ist ein Förderprojekt gewesen, ist aus öffentlichen Geldern finanziert worden und die zwei Universitäten, die Universität Graz als auch die Technische Universität Graz, haben beschlossen, dieses Angebot weiterzuführen und bezahlen quasi also die Fortführung der Plattform und sucht nach weiteren Kooperationspartnern. Und das Zweite ist der Kurs an sich, der natürlich also auch Geld kostet in der Produktion. Hier ist man immer wieder auf der Suche nach Forschungspartnern, Fördergebern, Sponsoren, anderen Partnern, die Interesse haben, Bildung breiter auszurollen und sagen es, wir investieren einmalig mehr Geld und können dafür viele Leute partizipieren lassen. Und das ist also auch so in etwa, wie dieses Geschäftsmodell im Gegensatz zu den amerikanischen Modellen funktioniert. Das heißt, man sucht das im Vorfeld Personen, Einrichtungen, Institutionen, die öffentliche Hand, die sagt, wir wollen ein Angebot erstellen, das wird also von denen vorfinanziert und steht dann nachher den Lehrenden genauso wie den Lernenden frei zur Verfügung. Das war's nun auch schon mit der 5. Folge. Mehr wie immer in den Begleitmaterialien.